Kolleginnen und Kollegen, ich rufe dann auf Tagesordnungspunkt 19, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend gesetzliche Grundlage zum Abhören unter Freunden, Drucksache 4047 als 19, und erteile als Erstes das Wort dem Kollegen Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wenn sich hier Mittagspausenstimmung breitmacht, ich kann Ihnen keine Suppe oder auch kein Hähnchen bieten, sondern ein bisschen Aufregung oder vielleicht zumindest Erinnerung an Aufregung. Denn wir erinnern uns, glaube ich, alle noch sehr gut an die kollektive Aufregung über den NSA-Skandal in unserem Land, an die Reaktion der Bundeskanzlerin: Abhören unter Freunden, das geht gar nicht, unter den Aufschrei, den Bürgerrechtsorganisationen und nicht nur diese getan haben. Weil jahrzehntelang betrieb auch der Bundesnachrichtendienst mit halbseidenen Konstruktionen Spionage gegen Bürgerinnen und Bürger, Menschenrechtsorganisationen und befreundete Regierungen. Statt nun dieser Praxis ein Ende zu setzen und die Privatsphäre der Menschen wirksam zu schützen, haben SPD und CDU im Bund nun Gesetze geschaffen, die die Befugnisse des BND sogar noch ausweiten. In der Vergangenheit hat der BND das Parlament, manchmal auch das Bundeskanzleramt und fast immer die betroffenen Unternehmen getäuscht. Er tat dies absichtsvoll und im vollen Bewusstsein der Illegalität. Für diese Praxis des Bundesnachrichtendienstes wurde ein, und das ist im NSA-Untersuchungsausschuss sehr deutlich geworden, perfides System aus Abschirmen und Nichtdokumentieren installiert. Es gab dieses System des Bundesnachrichtendienstes schon sehr lange. Tricksen, Tarnen, Täuschen, so lässt sich das Credo des BND zusammenfassen. Und, meine Damen und Herren, wir erinnern uns an die berechtigte Aufregung, die uns alle erfasst hat, durch die Enthüllungen, vor allen Dingen durch Edward Snowden. Und was passiert jetzt? Nichts. Keine Reue, kein Umsteuern, kein zur Rechenschaft ziehen der Verantwortlichen. Stattdessen wird die Rechtslage nach den Wünschen des Geheimdienstes angepasst. Und das bedeutet unter anderem anlasslose Massenüberwachung. Ja, Herr Rudolph, es ist leider so. Die anlasslose und umfassende politische Spionage gegen Hilfsorganisationen, Presse, Regierungen in den europäischen Ländern und Bürgerinnen und Bürger wird durch diese neuen Gesetze legal. Unterschiedliche Nichtregierungsorganisationen wie Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, drei Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen haben dieses Gesetz gerügt. Die bisherige Praxis, die nun legalisiert werden soll, wurde von anerkannten Juristinnen und Juristen und nicht zuletzt von Deutschlands obersten Datenschützern immer wieder als schlichtweg illegal angeprangert. Und wie reagieren SPD und CDU im Bund darauf? Sie belohnen den Geheimdienst mit mehr Befugnissen für Massenüberwachung. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum müssen wir uns nun im Hessischen Landtag damit befassen? Da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe für. Zum einen, weil der wichtigste Internetknotenpunkt, der abgeschöpft werden wird, in Frankfurt am Main, also im Hessenlande, liegt. Und der Betreiber dieses Internetknotenpunkts klagt seit Langem gegen die bisher illegale, massenhafte Abfischung seiner Daten und damit natürlich auch die Gefährdung seines Geschäftsmodells in Frankfurt am Main. Und zum Zweiten wird hier in Hessen, selbst von mindestens einem Mitglied der die Landesregierung tragenden Fraktionen, öffentlich verfassungsrechtliche Bedenken gegen genau dieses BND-Gesetz geäußert. Ich nenne sie gleich namentlich. Ich verzichte selbstverständlich nicht darauf.
sehr geehrte GRÜNE, sehr geehrter Herr Frömmrich, Sie müssen sich aber nun schon entscheiden, ob Sie diese Gesetze im Bundesrat als Hessische Landesregierung durchwinken, keinen Einspruch einlegen, oder ob Sie denn noch einmal beifallheischend in Richtung der Bürgerrechtsorganisationen winken wollen. Also entweder Sie wollen diese Massenüberwachung nicht, oder Sie wollen sie als Teil der Landesregierung schon. Beides geht nicht. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen zusammenfassend noch einmal vor Augen führen, was nach der Unterzeichnung dieser Gesetze durch den Bundespräsidenten jetzt Realität wird. Der Auslandsgeheimdienst BND darf bisher innerhalb Deutschlands nicht abhören. Er tat es dennoch. Deswegen klagt, wie ich gerade sagte, der Internetknotenbetreiber DCX dagegen. Das BND-Gesetz nun legalisiert genau diesen bisher illegalen Vollzugriff auf alle Datenbewegungen. Zweitens. Bisher durfte der BND nur einzelne Leitungen abhören, z.B. eine Glasfaser der Telekom zwischen Luxemburg und Wien, und davon eigentlich auch nur 20% der Kapazität. Im neuen Gesetz nun fallen beide Grenzen, und der BND darf ganze Telekommunikationsnetze ohne Begrenzung anzapfen, also sämtliche Telekom-Leistungen oder den gesamten Internetknotenpunkt DCX. Damit steigt das Maß der Überwachung erheblich. Drittens. Bislang gab es 8 Abhörgründe, wie z.B. Terrorangriffe. Nun wird das alles schwammig im neuen Gesetz und wird z.B., ich zitiere, sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung, Zitat Ende, zukünftig ausreichen, um Massenüberwachung anzuordnen. Viertens. Wir reden hier über Vorratsdatenspeicherung. So kritisiert in der Anhörung im Deutschen Bundestag der Karlsruher Prof. Becker vom Institut für Technologie, Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht völlig zu Recht, ich zitiere, der Bundesnachrichtendienst darf auf der Grundlage dieses Gesetzes Telekommunikationsverkehrsdaten völlig anlasslos 6 Monate lang bevorraten, ohne irgendeinen Grund darlegen zu müssen, warum das erforderlich ist. Innerhalb dieser 6 Monate darf der BND diese Verkehrsdaten auswerten zur Aufgabenerfüllung, also fast auch ohne einen Auswertungsanlass. Das verfehlt so evident die Anforderungen an Vorratsdatenspeicherung, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat in seiner Entscheidung im Jahr 2010. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, alle Experten, auch die des eigenen BND, haben in der Anhörung darauf hingewiesen, dass grundrechtliche Anforderungen mit diesem Gesetzentwurf verfehlt werden. Und Sie, Hessische Landesregierung, GRÜNE und CDU, sehen im Bundesrat keinerlei Einspruchsgründe. Mir, meiner Fraktion, den Bürgerrechtsorganisationen und allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich zu Recht über den NSA-Skandal aufgeregt haben, bleibt nur noch Kopfschütteln. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Wildken. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben uns heute zu befassen auf der Grundlage des Entschließungsantrags der Fraktion DIE LINKE mit dem Thema, was steht eigentlich in diesem neu gefassten BND-Gesetz. Und in der Tat, das will ich gleich zu Anfang sagen, ergeben sich auch für uns Freie Demokraten durch die durch den Bundestag bereits verabschiedeten Neuregelungen im Bereich des Auslandsnachrichtendienstes, des Bundesnachrichtendienstes, erhebliche Fragen bezüglich des empfindlichen und auch oft schwer austarierbaren Spannungsverhältnisses zwischen den Freiheitsrechten einerseits und sicherheitspolitischen Erwägungen andererseits.
dass es einer Überarbeitung der Regelungen für die Nachrichtendienste, die ein wesentlicher Teil unserer Sicherheitsarchitektur in Deutschland sind, bedürfte und stellenweise immer noch bedarf, haben wir eben nicht nur aus den Tätigkeiten des Bundesnachrichtendienstes unter dem Stichwort Abhören unter Freunden und der Rolle der Sicherheitsbehörden insgesamt beim NSA-Abhörskandal, sondern auch vor allem aus den Fehlern der Verfassungsschutzämter bei der NSU-Mordserie gelernt. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle ist dann durchaus Anlass für eine kleine Randbemerkung. Wir warten noch immer darauf, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen endlich ihre Hausaufgaben bezüglich der Novellierung des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes machen. Noch immer wurde, nachdem sie sich die Klatsche durch die Expertenkommission abgeholt haben, die ja daran darf man nicht oft genug erinnern, den ersten Entwurf für untauglich und schlicht verfassungswidrig befunden hat, regelrecht zerrissen hat. Sie haben kein Gesetz vorgelegt, Herr Kollege Frömmrich, das diese Bedenken der Expertenkommission in verfassungsrechtlicher Hinsicht auslegt. Ich warte darauf, dass Sie es endlich tun. Wir haben Ihnen Zusammenarbeit angeboten. Stattdessen kommt hier außer Zwischenrufen nichts in der Sache. Dabei wäre es für dieses Thema, und das geht an die Kollegen der LINKEN, vielleicht besser gewesen, für dieses hessische Thema einen Setzpunkt zu wählen. Dann hätten wir uns darüber ausführlich unterhalten können. Das sollten wir vielleicht demnächst einmal tun, wenn es nach wie vor bei der Untätigkeit der Koalition bleibt. Aber dann nach diesem kleinen Exkurs zurück zum BND-Gesetz. Das, was die Große Koalition nun an Anpassungen für den Auslandsnachrichtendienst beschlossen hat, ist, gelinde gesagt, auch nicht das, was wir als Lehre aus den Vorkommnissen gezogen hätten. Gerade erst hat die Bundesdatenschutzbeauftragte, die im Übrigen, wenn ich richtig informiert bin, der Union angehört, festgestellt, dass der Bundesnachrichtendienst im Zuge des Abhörskandals auch die Rechtspositionen Deutscher verletzt hat. Obwohl das alles noch nicht richtig aufgearbeitet ist, setzt sich die Große Koalition aus SPD und CDU darüber hinweg und macht mit der BND-Reform alles eher schlimmer. Ich will ein paar Regelungen aufgreifen. So soll z.B. die Erhebung von Inhaltsdaten nur anhand bestimmter Suchbegriffe zulässig sein. Das heißt, die Verpflichtung der Telekommunikationsanbieter zur Mitwirkung bei der Ausland-Ausland-Aufklärung werde geregelt. Ich will das einmal übersetzen. Eine verdachtsunabhängige Massenüberwachung ist danach nicht mehr ausgeschlossen. Und dies, Frau Kollegin Beer, völlig richtig, hat zuletzt beispielsweise auch der Internetknotenbetreiber DZIX zu Recht massiv kritisiert. Und der andere Punkt, Suchbegriffe, also die viel zitierten Selektoren, sind nicht sonderlich stark eingegrenzt durch die Neuregelung. Und da fragen wir als Freie Demokraten schon einmal sehr deutlich, wo soll denn der Nutzen darin liegen, in großem Stile Daten zu erheben, ohne dass es die personellen sowie die technischen Voraussetzungen überhaupt gäbe, diese auch auszuwerten. Das konnte uns bis heute noch keiner aus der Union, im Übrigen auch nicht von den Sozialdemokraten, erklären. Das ist so ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Wir sammeln erst einmal, und wenn wir genug haben, dann können wir ja mal überlegen, ob wir auch etwas damit anfangen können. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht die einzige Regelung. Es gibt dann die Anordnungsbefugnis des Bundeskanzleramtes, welche Telekommunikationsnetze bei der Ausland-Ausland-Aufklärung genutzt werden dürfen. Und es wird vorgesehen, die Schaffung eines unabhängigen Gremiums zur Überprüfung der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung. Was verbirgt sich denn da dahinter? Ich will es auch Ihnen übersetzen, damit Sie sich nicht hinter die Fichte führen lassen. Die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste wird faktisch untergraben. Das steckt dahinter. Statt über die Parlamentarische Kontrollkommission nach dem G10-Gesetz kontrolliert jetzt das Bundeskabinett quasi selbst durch ein von ihr selbst benanntes Gremium. Das ist eine glasklare Entmachtung der hierfür eigentlich vorgesehenen G10-Kommission. Meine sehr geehrten Damen und Herren, statt letztlich die Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes zu stark auszuweiten und damit Fehlverhalten und Rechtsüberschreitungen in der Vergangenheit mehr oder minder nachträglich zu legitimieren, wäre es nötig gewesen, eine effektivere Überwachung
von Verdächtigen zu gewährleisten, durch beispielsweise mehr Personal auf Seiten der Nachrichtendienste, durch eine bessere Vernetzung der Dienste, durch ein EU-Terrorabwehrzentrum. Davon merken wir nichts. Nun aber noch ein paar Worte zum Antrag der LINKEN. Auch wenn sich, wie Sie an meinem Beitrag gemerkt haben, gewisse Parallelen bei der Ablehnung des BND-Gesetzes nicht leugnen lassen, so zeigt sich doch allein in Ihrem Antrag wieder der elementare Unterschied zwischen uns. Wir als Freie Demokraten halten Nachrichtendienste völlig unabhängig, ob das Verfassungsschutz im Innen- oder Bundesnachrichtendienst, militärische Abschirmdienste in anderen Bereichen sind, für ein unverzichtbares Instrument des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates gegen die Feinde der Freiheit vorzugehen. Für deren Tätigkeit brauchen diese Institutionen natürlich eine enge parlamentarische und verfassungsrechtliche Kontrolle und dürfen sich nicht als Staat im Staate verselbstständigen. Aus Ihrem Antrag, meine Damen und Herren von der Linkspartei, spricht allerdings wie immer alleine schon vom Duktus her eine tiefe Ablehnung gegen unser System als Ganzes. Trotz aller Verfehlungen, die es von Institutionen in diesem Bereich in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben hat, und obwohl auch wir das BND-Gesetz in der Form, wie es verabschiedet worden ist, ablehnen, werden wir keinen Generalverdacht gegen die gesamte Sicherheitsarchitektur erheben, wie Sie dies tun. Ich nehme nur dieses Zitat aus Punkt 5 Ihres Antrags. Mit diesem BND-Gesetz wird die anlasslose und umfassende politische Spionage gegen Hilfsorganisationen, Presse, Regierungen in europäischen Ländern gefördert. Meine Damen und Herren, das ist genau dieser Duktus, den ich meine, der klar macht, was Sie eigentlich wollen. Sie wollen an die Grundfesten dieser Ordnung, und da werden Sie uns als entschiedene Gegner und nicht als Unterstützer finden. Auf der anderen Seite lassen wir uns dadurch nicht davon abbringen, deutlich zu sagen, dass die falschen Ansätze in diesem BND-Gesetz dazu führen, dass man dort dagegen kämpfen muss. Es ist der Sinn von Geheimdiensten, dass sie ihre Arbeit im Geheimen verrichten. Sonst wären es keine Geheimdienste. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie frei von jeglicher Kontrolle operieren dürfen. Und nicht umsonst, das sei Ihnen in Erinnerung gerufen, haben Gutachter und Verfassungsrechtler bei der Anhörung im Bundestag bereits nachdrücklich gemahnt, dass die Reform des Bundesnachrichtendienstes in dieser Form gegen das Grundgesetz verstößt. Leider verhalten diese Warnungen ungehört. Wir als Freie Demokraten, als Bundespartei prüfen daher derzeit eine Klage gegen dieses Gesetz. Meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten wollen nach wie vor klare Kompetenzen für den Bundesnachrichtendienst, die allerdings keinen Spielraum für anlasslose Massenüberwachung bieten. Wir wollen eine umfangreiche parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste, eine Stärkung der G10-Kommission. Wir wollen vernünftige Verwertungsregeln bei der Auslandsaufklärung. Und wir wollen eine unabhängige Kontrolle. Wir haben vorgeschlagen, einen unabhängigen Geheimdienstbeauftragten nicht der Bundesregierung, sondern des Bundestages zu schaffen, mit unabhängigem Sachverstand. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der richtige Weg. Wir sind, das muss ich jetzt einmal hier bezogen auf Hessen, irgendwo gibt es ja schon die Einbeziehung, sagen, tatsächlich sehr erstaunt, dass die schwarz-grüne Landesregierung im Bundesrat nicht einmal den Bedarf gesehen hat, im Vermittlungsausschuss über die Details zu sprechen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Anscheinend haben die GRÜNEN, die das Gesetz bekanntlich im Bundestag abgelehnt haben, im Bundesrat geschlafen oder nur die übliche Show abgezogen, wie wir das hier ja auch öfters erleben. Ich denke an die Debatte heute Morgen. Herr Kollege Frömmrich wird uns das ja vielleicht noch erklären. Ich bin sehr gespannt darauf. Aber eigentlich wäre hier der Ort, in dieser Debatte mal zu erklären, warum die GRÜNEN dieses Gesetz, das ihre Parteifreunde ja so mit der Union verabschiedet haben, haben passieren lassen. Das äußerst bedenkliche Grundrechtsverständnis, was aus den Gesetzesänderungen spricht, scheint jedenfalls die Hessische Koalition und die hessischen Koalitionsparteien völlig kalt zu lassen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, nach dem, was ich vorgetragen habe, ist es klar, dass wir diesen Antrag ablehnen werden. Wir verbinden das mit der Aufforderung an die Landesregierung, an die Koalition. Nehmen Sie Ihre Pflichten im Bundesrat wahr. Nicht nicken Sie nicht immer einfach alles ab, was aus Berlin kommt. Danke, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Holschuh von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort.
Danke schön, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Setzpunkt der LINKEN greift zum wiederholten Male den NSA-Skandal auf. Und ja, es gibt in diesem Zusammenhang noch vieles aufzuklären und vor allem die Lehren daraus zu ziehen. Das haben ja die Vorredner auch schon versucht aufzuzeigen. Vielleicht kommen wir aber, zumindest ich, zu einem anderen Schluss. Durch die Enthüllungen von Edward Snowden im Sommer 2013, die auf dem Material des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA zurückgehen, wurde es möglich zu sehen, in welchem Ausmaß Nachrichtendienste offenbar seit Jahren private, geschäftliche, politische Kommunikation in Europa und der ganzen Welt ausspähen. Die Beweisaufnahme des NSA-Untersuchungsausschusses auf Bundesebene offenbarte dabei auch, und das haben wir heute Morgen jetzt auch schon gehört, schwere technische und auch organisatorische Defizite beim BND, die inzwischen auch der BND selbst zugegeben haben, aber auch das Bundeskanzleramt hat diese Vergehen entsprechend eingeräumt. Welche Lehren man aus den aufgedeckten Vorfällen zieht, ist das, was wir in Berlin politisch auf den Weg bringen müssen. Die schwierige Aufgabe dabei ist, den Spagat hinzubekommen zwischen dem Aufklärungsinteresse der im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses bei den Nachrichtendiensten festgestellten Fehlverhalten und dem legitimen Interesse der Sicherheitsbehörden und vor allem unserer Bürgerinnen und Bürger nach Schutz vor terroristischen Bedrohungen und Angriffen. Die SPD hat in der Bundesregierung darauf gedrängt, den Forderungen aus dem Ausschuss so weit wie möglich zu entsprechen, ohne dabei die Arbeits- und Kooperationsfähigkeit des BND zu gefährden. Das kann man leider nicht von allen Beteiligten behaupten. Unser Regierungspartner in Berlin hatte kein besonderes Interesse daran, eine grundlegende Reform der strategischen Fernmeldeaufklärung des BND auf den Weg zu bringen. Kein Interesse bei dem Messier und dem BND, kein Schuldbewusstsein bei den fortgesetzten Verstößen gegen den Datenschutz, kein Bedauern der Verfehlungen, keine Erklärung zum Abhören unter Freunden. Es war deshalb notwendig, dass die SPD den Partner treibt, wie bei so vielen anderen Themen in Berlin auch. Das kennen wir ja aus der täglichen Diskussion. Und was mir mit den grundlegenden Reformen auf den Weg gebracht wurde, das kann sich, und das unterscheidet sich sehr von dem, was Herr Greilich gesagt hatte, wie ich finde, schon ein Stück sehen lassen. Die Anforderungen an eine moderne Ausgestaltung für einen Rahmen, den die Nachrichtendienste dringend brauchen, um auf den rechtsstaatlichen Weg zurückzukommen. Die ganze Diskussion darum hat nicht nur zu einer Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen geführt, sondern sie ist auch Ausgangspunkt einer längst überfälligen Debatte über nationale und internationale Regeln für das neue Zeitalter globaler Kommunikationsstrukturen, in welchem Nachrichtendienste im Anbetracht einer stetig wachsenden globalen Gefahrenlage eine immer größere Rolle spielen. Der Selektorenskandal hat gezeigt, dass im BND zwar offenbar die Beachtung zu Artikel 10 des Grundgesetzes, also die G10 ist ja schon angesprochen worden, und der Telekommunikationsverkehr deutscher Staatsbürger Berücksichtigung fand. Aber für die Fernmeldeaufklärung ausländischer Staatsbürger im Ausland gab es kaum Beschränkungen. Hier war alles, so ein Mitarbeiter des BND, auch im Ausschuss zum Abschuss freigegeben. Wie genau der Umgang mit den Selektoren, also bestimmter Suchbegriffe der Datenkommunikation, erfolgt, wurde ja aktuell auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Es wurde festgestellt, dass was wir auch von der SPD für vernünftig halten, die Liste ist ein rechtmäßiges Mittel der nachrichtentechnischen Ermittlung und muss auch entsprechend geheim bleiben. Mit der Einführung einer unabhängigen Vertrauensperson ist die parlamentarische Kontrolle aber über die Arbeitsweise gewährleistet. Die Transparenz gegenüber dem Parlament und vor allem gegenüber der Öffentlichkeit wurde deshalb, wie ich finde, auch maßgeblich verbessert und ist sogar über das hinausgegangen, was das Verfassungsgericht eigentlich als Mindestmaß angezeigt hätte. Das gilt im Übrigen auch für die ganze Reform des BND-Gesetzes. Dass ein 20 Jahre altes Gesetz über die Telekommunikation keine Lösungen für die heutige radikal geänderte digitale Kommunikationswelt bereithält, dürfte jedem klar sein. Nicht nationale Grenzen, sondern die Wahl von Anbietern und Software entscheiden, welcher Weg digitale Informationen auf unserem Erdball nehmen. Die rechtliche Unterscheidung zwischen In- und Ausland verliert dadurch deutlich an Bedeutung. In Deutschland transportieren Telekommunikationsnetze
in gleicher Weise rein ausländische Kommunikation wie Kommunikation rein deutscher Teilnehmer im Ausland. Entscheidend wird die rechtliche Stellung jener Personen, die Ausgangs- und Endpunkt in diesem Kommunikationsvorgang sind, für die Erfassung von Telekommunikation im Ausland bzw. unter ausschließlicher Beteiligung von Ausländern gibt es eben oder gab es bislang keine klaren gesetzlichen Vorschriften für den BND. Das ist nicht nur verfassungsrechtlich problematisch und wird zu Recht kritisiert, sondern es beschädigt auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses hat ergeben, dass die Rechtsanwendung durch den BND in der nachrichtendienstlichen Praxis zu einer ganzen Reihe von Folgeproblemen geführt hat, insbesondere wenn die Behörde im Inland und damit im Geltungsbereich des Grundgesetzes handelt, wie z. B. an dem schon heute viel genannten D6-Internetknoten in Frankfurt, und gerade wenn in dem Umgang damit die entsprechende Transparenz fehlt. Der BND kann nur gute Arbeit leisten, wenn er auch auf einem gesicherten, stringenten rechtlichen Fundament steht. Und mit dem sind wir ist in dem Bund mit dem neuen BND-Gesetz ein richtiger Schritt in die richtige Richtung getan worden. Aber es muss aus unserer Sicht als oberste Maxime gelten, dass die Nachrichtendienste die rechtsstaatlichen Grenzen und die Freiheitsgarantien unseres Grundgesetzes strikt zu wahren haben. Freiheitsrechte dürfen nicht abstrakten Sicherheitsinteressen geopfert werden. Wir wollen nicht den amerikanischen Grundsatz, alle und alles ist verdächtig. Jeder Eingriff in die Bürgerrechte bedarf einer Rechtfertigung und einer umsichtigen Güterabwägung. Und natürlich müssen entsprechende parlamentarische Kontrollgremien dies im Einzelfall auch sicherstellen. Neue Bedrohungslagen bedürfen wirksamer Antworten und Taten. Und die Bedrohung durch die Terrorgruppe Islamischer Staat ist beispielhaft hochaktuell und hat heute unmittelbare Auswirkungen auf die Gefahrenlage in Deutschland. Die Rückkehr von gewaltbereiten, radikalisierten Kämpfern aus Syrien oder aus dem Irak stellt eine unmittelbare Bedrohung dar und erfordert fundierte nachrichtendienstliche Erkenntnisse, um wirksame Gegenmaßnahmen treffen zu können. Es ist unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, den Schutz von Menschenleben nach allen unseren rechtsstaatlich zur Verfügung stehenden Mitteln zu gewährleisten. Und ja, dafür brauchen wir auch die Hilfe von unseren Verbündeten und Freunden. Wir brauchen die vertrauensvolle, rechtlich gebundene und wirksam kontrollierte Kooperation mit den Nachrichtendiensten befreundeter Staaten. Vor allem der technologische Austausch mit den US-Diensten ist für den BND und die Sicherheit von Deutschland von unverzichtbarem Interesse. Dass der Umgang gerade mit der USA in diesem Thema schwierig ist, hat die Vergangenheit gezeigt, und sogenannte No-Spy-Abkommen waren die Interviews nicht wert, in denen sie propagiert wurden. Trotzdem, dort, wo wir Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen können, übrigens am besten auch im Schulterschluss, aber das ist auch schon angeklungen, mit unseren europäischen Partnern, müssen wir das auch tun und müssen gegenüber der USA als starker Partner auf Augenhöhe auftreten und entsprechenden rechtlichen Standards einfordern, die für uns wie selbstverständlich gelten. Dazu müssen wir gesetzliche Grenzen einer solchen Überwachung bestimmen. Wir müssen die Erfassung ausländischer Kommunikation auf das erforderliche Maß beschränken. Daten, die nicht für die Aufgabenerfüllung notwendig sind, sind schnellstmöglich zu löschen, statt eines möglichen großen Datenheuhaufens, wie es die NSA immer anstrebt, muss für den BND gelten, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dass wir uns heute mit dem BND-Gesetz beschäftigen und den hessischen Bezug herstellen, ist ja mit dem Nachrichten, mit dem Internetknoten in DECX in Frankfurt schon angeklungen. Wir betreiben tatsächlich einer der größten Knoten, Internetknoten weltweit in unserem Land. Und ich finde auch richtig, dass der Betreiber dort zu Recht darauf hinweist, dass er seit Jahren große Bedenken hat, ob dem Umgang des BND mit dem Abfischen von Daten an dem DECX. Und ich finde, und das gehört im Rechtsstaat ganz einfach auch dazu, dass er natürlich auch das Recht hat, nach dem Bekanntwerden dieser Erkenntnisse aus dem NSA-Untersuchungsausschuss auch jetzt in die Offensive zu gehen und vor dem Bundesverwaltungsgericht zu klagen, obwohl
dem Betreiber natürlich auch schon seit mehr als 8 Jahren bekannt ist, wie die Nachrichtendienste dort mit den Daten umgehen. Zumindest müsste man das als dem Betreiber entsprechend auch zugestehen können. Zwischen einem verdeckten, und damit komme ich zum Schluss, zwischen einem verdeckten, rechtlich unklaren und am Rande der Verfassung stehenden Weiter-so, wie es auch unser Koalitionspartner im Bund und auch der BND gerne gehabt hätte, und dem völligen Verzicht, ich bin gleich durch, und dem völligen Verzicht von Gefahrenabwehr der Nachrichtendienste, wie das DIE LINKE am liebsten hätte, wurde mit dem BND-Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung getan. Und vor allen Dingen wurde der Blick auf die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Auge verloren. Und ich finde, wir als SPD unterstützen dies. Den Antrag der LINKEN lehnen wir natürlich ab. Danke, Herr Kollege Holschuh. Als nächster Redner spricht schon Kollege Bauer von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema eignet sich wahrlich nicht zum Skandalisieren und auch nicht zum Ängsteschüren, aber es zeigt einmal mehr das tiefsitzende Misstrauen der LINKEN gegenüber staatlichen Institutionen, meine Damen und Herren. Worum geht es in den Gesetzen zum Einsatz und zur Kontrolle der Nachrichtendienste, die im Bundestag und Bundesrat vor wenigen Wochen verabschiedet haben? Es geht um die Lehren, die man aus den Vorkommnissen der Vergangenheit zu ziehen hat, und um die Konsequenzen, die nach den in dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages immerhin 115 Sitzungen in 3 Jahren festgestellten Missständen zu ziehen sind. Und da kann es doch nur richtig sein und doch im Ernst von niemandem hier im Haus bestritten werden, dass man hier Handlungsbedarf hat und etwas regeln muss. Und das BND-Gesetz erfolgt dabei gewissenhaft zwischen den beiden Bereichen Freiheit und Sicherheit mit maßvollen Abwägungen, damit beiden Grundrechten auch Rechnung getragen wird. Es geht um die Frage, wie weit darf das berechtigte Bedürfnis nach Schutz der Bevölkerung vor Terrorismus und anderen Gefahren gehen? Und es geht zum anderen um die Frage, welche Befugnisse sollen unsere Nachrichtendienste besitzen, um unsere freie Gesellschaft vor ihren Feinden zu schützen? Meine Damen und Herren, wir Christdemokraten sind von der grundsätzlichen Notwendigkeit von Nachrichtendiensten überzeugt. Sie sind ein Bestandteil unserer Sicherheitsarchitektur. Hunderte von Toten in Europa in den letzten Jahren, auch bei Terroranschlägen, die ums Leben gekommen sind, machen doch die Bedrohung greifbar und spürbar. Und ohne die Aufklärungsarbeit der Nachrichtendienste wären es vermutlich viel mehr gewesen. Der erst jüngst in Chemnitz gefasste syrische Terrorist wurde dank nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zugegebenermaßen eines befreundeten Geheimdienstes entdeckt. Und vergessen Sie auch nicht die Zunahme von Cyberattacken, einer unsichtbaren, aber realen Gefahr für unsere hochtechnologisierte Gesellschaft. Und vergessen Sie auch nicht die längst grenzüberschreitend tätige organisierte Kriminalität. Wenn man sich für die Existenz von Nachrichtendiensten ausspricht, muss man auch für deren Arbeit den notwendigen rechtlichen Rahmen schaffen. Und nichts anderes wurde in Berlin beschlossen, meine Damen und Herren, und wir stehen dazu. Was wird denn geregelt, meine Damen und Herren? Was wird geregelt? Mit dem neuen § 6 des BND-Gesetzes wird zum einen eine ganz klare Zuständigkeit für das Verbot der Überwachung Deutscher aufgenommen. Die Privatsphäre der Menschen wird ausdrücklich geschützt. Sobald anzunehmen ist, dass im Rahmen nachrichtendienstlicher Aufklärung der Bereich des Privatlebens berührt wird, werden die Maßnahmen unzulässig, die Daten dürfen nicht verwendet werden und müssen unverzüglich gelöscht werden. Unzulässig ist auch Wirtschaftsspionage. Sie ist ausdrücklich verboten. Und ebenso ausdrücklich ist das Ausspähen befreundeter Staats- und Regierungschefs untersagt. Wie der Name des Gesetzes schon sagt, wird vorrangig die Fernaufklärung von Ausländern im Ausland, also die Überwachung von Internet- und Telefonverbindungen durch den BND, geregelt. An einer Überwachung von Datenströmen ausländischer Gesprächspartner im Ausland, etwa in einer bekannten Krisenregion, führt doch angesichts von weltumspannender Terrorgefahr wahrlich doch kein Weg vorbei. Der BND muss doch die Daten dort abschöpfen können, wo sie anfallen, meine Damen und Herren. Und da in der Vergangenheit hier jedoch zu Recht die Ausspähung auch von EU-Bürgern Empörung hervorgerufen hat, enthält das BND-Gesetz nun besondere Schutzvorgaben für EU-Bürger und Einrichtungen der Europäischen Union. Europäische Bürger, sofern sie selbst nicht Terrorverdächtige sind, werden nicht überwacht, meine Damen und Herren. Diese Standards sind europaweit, ja weltweit einmalig. Die mangelnde Kontrolle der Geheimdienste, die in der Vergangenheit zu beklagen war, wird mit diesem Gesetz beendet.
Das Bundeskanzleramt ordnet die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung an, und ein unabhängiges Gremium, das aus zwei Richtern bzw. Richterinnen des Bundesgerichtshofes und einer Bundesanwältin bzw. eines Bundesanwaltes besteht, überprüft dies. Das Richtergremium wird auch die verwendeten Selektoren überprüfen. Meine Damen und Herren, das ist ein Mehr an Kontrollmöglichkeit. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der einzelnen nationalen Nachrichtendienste steht auch angesichts von grenzüberschreitender Bedrohung auch nicht infrage. Aber auch hier bei der Regelung der Kooperation von Geheimdiensten ist kein Platz für Willkür, meine Damen und Herren. Und deshalb wird die Kooperation mit fremden Diensten nun erstmals auf eine Rechtsgrundlage gestellt. Das ist doch ein Fortschritt, meine Damen und Herren. Und zur Transparenz der Geheimdienstarbeit wird auch die geplante alljährliche öffentliche Anhörung der Präsidenten der bundesdeutschen Geheimdienste vor dem Kontrollgremium beitragen. Eine wirklich sinnvolle Maßnahme. Denn auch in den USA hat sich durchaus ein solches Verfahren etabliert. Es ist üblich und trägt auch zur Akzeptanz nachrichtendienstlicher Arbeit bei. So etwas ist durchaus auch in Deutschland anwendbar und wird von uns unterstützt. Mitarbeiter bei den Diensten, die dem Parlamentarischen Kontrollgremium Missstände und Beschwerden mitteilen wollen, man kann sie ja Whistleblower nennen, werden ebenfalls durch dieses Gesetz geschützt. Sie können sich ohne Einhaltung des Dienstweges an das Gremium wenden. Auch das ist ein Fortschritt, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in Deutschland nehmen wir die schwierige Arbeit der Geheimdienste nicht auf die leichte Schulter, auch wenn DIE LINKE hier einen anderen Eindruck erweckt. Wir als CDU-Fraktion sind der Überzeugung, wir brauchen leistungsfähige Nachrichtendienste, aber wir brauchen auch eine konsequente Kontrolle. Abhören unter Freunden, das geht nicht, und dafür sorgen diese Gesetze. Wirtschaftsspionage ist nicht in Ordnung, und dafür sorgen diese Gesetze. Und unsere Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht gesetzeswidrig überwacht werden. Auch dafür sorgen diese Gesetze. Meine Damen und Herren, Deutschland ist kein Überwachungsstaat. Freiheit und Sicherheit, beides bedingen einander, und beide Grundrechte werden mit diesem Gesetz gestärkt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich gibt es in dieser Frage zwischen den Koalitionsfraktionen unterschiedliche Auffassungen. Das haben wir so gesagt, und das ist auch ganz klar. Und davon haben wir auch nichts zurückzunehmen. Viele Kritiker, darunter die Bundesbeauftragte für Datenschutz, die drei Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, namhafte Juristen, darunter ehemalige Verfassungsrichter, sind der Ansicht, dass die zwei Gesetze, die zu einem sogenannten Auslands-Auslands-Fernmeldeaufklärungsgesetz und zu anderen parlamentarischen Kontrollen des BNDs regeln, verfassungswidrig sind. Die Vorwürfe, dass die Gesetze eine anlasslose Massenüberwachung der Dienste ermöglichen, Abhörgründe nicht klar umreißen und damit unkontrolliertem Abhören Tür und Tor öffnen und weniger parlamentarische Kontrolle erlauben, wiegen aus unserer Sicht schwer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Holschuh hat das gerade gemacht. Ich finde, eine gelungene BND-Reform sieht anders aus. Statt Rechtsklarheit, Rechtssicherheit, wirksamer Individualrechtsschutz und effektive Kontrolle des BNDs haben wir es nun mit unklaren Rechtsbegriffen, Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und einem unübersichtlichen und unsystematischen und dadurch ineffektiven neuen Kontrollsystem zu tun. Ich meine, dass hier eine Chance auch für den BND vertan wurde. An dieser Stelle möchte ich aber auch kurz auf die Kollegen von der antragstellenden Fraktion eingehen. Wir haben auch Bedenken, was dieses BND-Gesetz angeht. Hier wäre es aber, wir wären hier auch gerne bereit gewesen, mit Ihnen offen zu diskutieren, aber die Chance haben Sie leider vertan, weil natürlich bei Ihnen die kleinkarierte Parteipolitik hier im Vordergrund steht und nicht das Diskutieren an der Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Art und Weise, wie Sie versuchen, aus dem Thema parteipolitisches Kapital zu schlagen, finde ich eher peinlich. So zu tun, Kollege, als hätte... lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Wilken? Nein, so zu tun, als hätte Hessen das Bundesgesetz verhindern können, ist nicht nur falsch, sondern auch unredlich. Es handelt sich hier auch in Richtung des Kollegen
Greilich, um ein Einspruchsgesetz. Im Gegensatz zu Zustimmungsgesetzen haben die Länder hier im Bundesrat kein Vetorecht. Das verschweigen Sie wieder einmal, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Was Sie auch verschweigen, ist, dass Ihr geschätzter Parteikollege Ministerpräsident Ramelow und das rot-rote Land Brandenburg auch nicht den Vermittlungsausschuss in dieser Frage angerufen haben. Eine Protokollnotiz haben die auch nicht abgegeben. Also verschweigen Sie das alles, weil dann Ihr Thema weg gewesen ist. Daraus kann ich nur den Schluss ziehen, meine Kolleginnen und Kollegen, dass es Ihnen weniger um die Sache und vielmehr um durchschaubare politische Landgewinne geht und nicht um die Sache. Ich denke, dass wir eine moderne und eine gut funktionierende Nachrichtendienst brauchen. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage wird das ernsthaft keiner bezweifeln, außer DIE LINKE und der Kollege Schaus. Zugleich bin ich aber fest davon überzeugt, dass Freiheitsrechte, Bürgerrechte, die Privatsphäre nicht nur nette Nebeneffekte einer Demokratie sind, die bei Bedarf nach Belieben eingeschränkt werden können. Nein, das Recht, sich frei und unbeobachtet und ungehört mit anderen unterhalten zu können, ist ein grundrechtlich geschützter Wesenskern unseres Rechtsstaates. Es ist ein Menschenrecht. Genau das unterscheidet unseren Rechtsstaat von totalitären Überwachungsstaaten. Und, Herr Kollege Schaus, wenn Sie dann wirklich mit einem diskutieren wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, vielleicht auch in den Dialog einzutreten und nicht andauernd da vielleicht Ihre Geschwätze zu machen. Und auch daran sieht man, dass Sie keinerlei Interesse an der fachlichen Diskussion haben, sondern reine parteipolitische Profilierung hier versuchen, Herr Kollege. Ich habe das gerade gesagt, das sind Wesenskerne unseres Rechtsstaates. Es ist Menschenrecht. Genau das unterscheidet unseren Rechtsstaat, nämlich, Herr Kollege, von totalitären Überwachungsstaaten. Eingriffe in diese Rechte müssen, wenn überhaupt, wohl überlegt und verhältnismäßig sein. Wir bezweifeln, dass das BND-Gesetz diese Voraussetzungen in allen Punkten erfüllt. Dass aber ausgerechnet DIE LINKE sich als Retter der Demokratie hier aufschwingen wohl, ist schon ziemlich abenteuerlich. Wie so oft messen Sie mit zweierlei Maß. Bei uns kritisieren Sie Nachrichtendienste und Abhörpraxen. Bei Putin, Assad und Castro tauschen Sie Bruderküsse aus. So sieht es aus, liebe Kolleginnen. Schauen Sie sich beispielsweise den Umgang von Frau Wagenknecht mit Putin an. Was ist denn da mit Meinungsfreiheit, Geheimdiensten, Fehlanzeige, liebe Kolleginnen und Kollegen? Laut Reporter ohne Grenzen gehört Ihr Freund in Kuba und Russland zu den Feinden des Internets, unter anderem wegen Überwachung und Zensur. Sie sollten einmal überdenken, wie glaubhaft Ihre Doppelstrategie ist in dieser Frage. Wir können auf Ihre vermeintliche Demokratieerziehung hier durchaus verzichten. Die aktuell in der Republik geführte sicherheitspolitische Debatte gibt aber Anlass zur Sorge. Schreckliche Anschläge wurden regelmäßig zum Anlass genommen, Gesetzesverschärfungen zu fordern. Der Ruf nach immer mehr und immer grundrechtsintensiveren Eingriffen ist dabei fast schon zum traurigen Ritual geworden. Dabei sollte aus unserer Sicht zunächst einmal bestehender Rechtsrahmen effektiv genutzt werden und die Zusammenarbeit der Behörden verbessert werden. Wenn der Bundesinnenminister sagt, dass Datenschutz schön ist, aber in Krisenzeiten die Sicherheit Vorrang hat, ist es falsch. Grundrechte gelten immer. Der Datenschutz, die Daten sind vielfach vorhanden. Sie müssen nur von den entsprechend ausgewertet werden und zwischen den Sicherheitsbehörden ausgetauscht werden. Das hat auch unser hessischer Datenschutzbeauftragter Prof. Ronellenfitsch so bestätigt. Zudem unterliegt der BMI einem Irrtum, wenn er sagt, dass mit Datenschutz sparsam umzugehen ist. Wir denken genau andersherum. Es ist genau umgekehrt. Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten muss sparsam umgegangen werden. Es gelten die Grundsätze der Datenvermeidung und Sparsamkeit. Der Datenschutz
ist ein Kernelement unserer Werteordnung. Gerade angesichts der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche nimmt der Datenschutz besondere Stellung ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor allem in sicherheitspolitisch bewegten Zeiten muss sich der Rechtsstaat bewähren. Vor allem jetzt sind Bürger- und Menschenrechte wichtiger denn je. Diese Rechte sind keine Schönwettergesetze, die in schwierigen Zeiten mal gerade eben so beiseite geschoben werden können. Sicherheit und Freiheit sind aus unserer Sicht keine Gegensätze. Sie bedingen einander. Eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass beide Seiten in Einklang zu bringen sind. Die legitimen Sicherheitsbedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger, denen muss Rechnung getragen werden. Das ist unsere Pflicht. Zugleich müssen wir aber alle gemeinsam aufpassen, dass wir hart erkämpfte zivilisatorische Errungenschaften nicht leichtfertig über Bord werfen. Sonst haben diejenigen schon gewonnen, die unsere freie, offene und vielfältige Gesellschaft ablehnen und sie bekämpfen. Dann haben die sozusagen ihr Ziel erreicht. Deswegen sehen wir diesen Punkt, den das BND betrifft, kritisch. Aber ich sage hier auch einmal, wenn man mal darüber in einen offenen Diskurs eintreten würde, würden wir das ja gern machen. Aber hier den kleinkarierten parteipolitischen Geländegewinn zu organisieren, das ist nicht das, was wir wollen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Zur Kurzintervention hat sich Kollege Wilken noch einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Frömmrich, es ist ja schon eine gewisse Schutzpe, hier Dialog einzufordern, dann aber eine Zwischenfrage nicht zuzulassen. Deswegen musste ich diesen Weg wählen. Und zur Erinnerung, mein Name ist Wilken, ich heiße nicht Schaus. Haben Sie bitte zur Kenntnis genommen, dass ich bereits in der Hauptausschusssitzung am 9.11. den Staatsminister Wintermeyer über Ihr Regierungsverhalten im Bundesrat gefragt habe bezüglich dieses Gesetzes und damit diese Diskussion durchaus schon angestoßen habe? Herr Wintermeyer hat mir übrigens, sagen wir mal, leicht verdreht nur die Wahrheit darauf geantwortet, nämlich, dass sich Hessen genauso wie Thüringen und Brandenburg verhalten hätte. Das ist falsch. Hessen hat der Feststellung, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen worden ist, zugestimmt. Und Thüringen und Brandenburg haben, wie das wenn üblich ist, wenn in der Landesregierung keine einheitliche Meinung ist, sich bei dieser Abstimmung enthalten. Ich frage Sie, warum kann Hessen das nicht, wenn in anderen Landesregierungen, wo es zugegebenermaßen strittig war, ob der Vermittlungsausschuss angerufen wird, nicht zuletzt deswegen, weil Sie in Thüringen mit in der Regierung sind, aber warum kann Hessen das denn nicht machen? Das ist die Frage, die wir an Sie haben, und das ist eine Frage, die Sie sich stellen müssen. Hier geht es nicht um parteipolitisches Klein-Klein, sondern es geht um die Frage, wo stehen die GRÜNEN in der Hessischen Landesregierung und an der Seite der Bürgerrechtsorganisationen. Danke, Herr Kollege Wilken. Herr Kollege Frömmrich, Sie haben die Möglichkeit, 2 Minuten zu erwidern. Vielen Dank. Frau Präsidentin, wir haben natürlich von Ihnen keinen Nachhilfeunterricht, was Bürger- und Freiheitsrechte angeht, zu haben. Herr Kollege Wilken, da haben Sie eine ganze Menge Nachholbedarf, kann ich Ihnen hier schon einmal vor der Klammer sagen. Also, vielleicht sollten Sie sich noch einmal den Themenkomplex Bundesrat anschauen, Einspruchsgesetz und Zustimmungsgesetz, und dann schauen Sie sich einmal an, wie die Frage organisiert ist in den Ausschüssen und wie die Frage dann im Plenum organisiert wird. Und auch in den Ausschüssen haben wir, weil wir unterschiedlicher Auffassung sind, ein Verfahren gewählt, was durchaus üblich ist. Da gilt das Ressortprinzip, und die Ressortministerin stimmt da so ab, wie sie meint, abstimmen zu können. Gleichzeitig hat es dann eine Beratung im Plenum des Bundesrates gegeben. In diesem Plenum, und darüber habe ich gesprochen, Herr Kollege Wegen, in diesem Plenum dieses Bundesrates ist von Ihnen keine Protokollerklärung abgegeben worden von den beiden Ländern und hat es auch keinen Einspruch oder Widerspruch gegeben, sondern das Gesetz ist dann so durchgegangen. Das ist genau so passiert, nicht im Plenum des Bundesrates. Vielleicht sollten Sie das einmal nachlesen. So ist es nicht gewesen. Und von daher ist das, was Sie hier behaupten, geht in die falsche Richtung, Herr Kollege.
Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Gesetz zum Bundesnachrichtendienst ist ja hier, meine Damen und Herren, von den LINKEN aufgerufen worden, weil sie den Anlass nutzen wollten, die Nachrichtendienste insgesamt hier in diesem Hause weiter zu verhetzen. Meine Damen und Herren. Das ist der wahre Hintergrund. Und wir sollten hier den Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN nicht auf den Leim gehen. Meine Damen und Herren, wir brauchen Nachrichtendienste. Wir brauchen sie für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Dass ausgerechnet die LINKEN, Nachfolgeorganisation der SED, hier das Thema Nachrichtendienste immer wieder auf die Tagesordnung bringen, wo damals in der DDR ein Überwachungssystem implementiert war, was flächendeckend war, wo der private Lebensbereich ausspioniert wurde, wo der Rechtsstaat keinerlei Rolle gespielt hat. Wir hatten damals auf deutschem Boden in der DDR ein zutiefst menschenverachtendes System, wo ein Nachrichtendienst für genutzt wurde. Und, meine Damen und Herren, deswegen ist es wenig glaubwürdig, wenn ausgerechnet Sie immer wieder diese Debatten hier anstrengen. Und in der Bundesrepublik Deutschland ist es halt eben insgesamt genau anders. Es ist quasi das Gegenmodell zu dem, was Ihre Vorgänger in der SED, in der DDR implementiert haben. Meine Damen und Herren, das Gegenmodell heißt nämlich, dass wir auf Basis eines Rechtsstaates zur Verteidigung des Rechtsstaates Nachrichtendienste errichtet haben. Und dazu dient am Ende eben auch ein Bundesnachrichtengesetz, das die rechtliche Grundlage, die bindende rechtliche Grundlage bildet für die Arbeit des Nachrichtendienstes. Und wir brauchen die Nachrichtendienste, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht so, dass wir mit großer Begeisterung oder aus Spaß heraus feststellen müssen, dass wir im Fadenkreuz des islamistischen Terrorismus stehen. Und wenn wir diese Fragen aufklären wollen, dann brauchen wir die Erkenntnisse von Nachrichtendiensten, um dem entgegenzutreten. Es ist doch nicht so, dass wir es ist doch so, dass wir versuchen wollen zu verhindern, dass Rechtsextremisten hier in diesem Lande irgendwelche Raumgewinne haben. Wir brauchen die Nachrichtendienste, um es mitzubekommen. Wir haben gerade in Hessen ein solches Beispiel, wo es aufgrund der Erkenntnisse von Nachrichtendiensten und Polizei ist gelungen ist, gerade zu verhindern, dass Rechtsextremisten Raum hatten, in Diemelstadt ein entsprechendes Konzert durchzuführen. Dafür brauchen wir die Nachrichtendienste, um sicherzustellen, dass Extremisten in diesem Lande keine Raumgewinne haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir sie haben, meine Damen und Herren. Wir brauchen auch den Bundesnachrichtendienst, wir brauchen auch die Auslandsaufklärung, auch unter dem Gesichtspunkt des islamistischen Terrorismus. Ja, wir brauchen doch die Erkenntnisse, um diejenigen, die aus dem Krieg in Syrien oder Irak zurückkehren, um sie dann hier am Ende ihrem Strafrichter und der gerechten Strafe zuzuführen. Dafür brauchen wir sie. Wenn wir das nicht haben, gefährden wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande, und das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Da sollten wir uns einig sein. Wir haben ein Interesse daran, dass wir auch mit den anderen ausländischen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten, weil nur im Verbund, nur die Erkenntnisse von allen es am Ende uns erlaubt haben, in den vergangenen Jahren auch immer wieder Anschlagsplanungen aufzudecken und zu verhindern. Chemnitz ist zum Beispiel ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, wo das eben eine entsprechende Rolle gespielt hat. Meine Damen und Herren, wir brauchen funktionsfähige Nachrichtendienste, ob das der BND ist, ob das der MAD ist, ob das der Bundesverfassungsschutz ist oder der Landesverfassungsschutz ist. Wir brauchen diese Organisation, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, ich könnte es mir bezüglich des Antragshintergrundes einfach machen. Auf Ihren Vorhalt des Nichtanrufens des Vermittlungsausschusses könnte ich erwidern, dass die Landesregierung über diese Frage in eigener Organhoheit entscheidet.
Aber ich will, oder ich habe mich gerade eben inhaltlich dazu eingelassen. Ich könnte auf der anderen Seite auch die Frage stellen, wie haben andere Landesregierungen entsprechend votiert. Nach meinen Informationen ist es so, dass Thüringen sowohl in den Abstimmungen im Innenausschuss wie auch im Plenum des Bundesrates bei dem Gesetz mit Ja gestimmt hat. Sie haben das hier bestritten. Deswegen will ich diese Behauptung gar nicht aufrechterhalten. Aber dass sie den Vermittlungsausschuss angerufen hätte, das war nicht so. Das ist ja jedenfalls mal hier unstreitig, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich auch im Angesicht der Tatsache, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, vielleicht Sie darauf aufmerksam machen, dass der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts vor wenigen Tagen, am 13. Oktober, zu der NSA-Selektorenliste, glaube ich, noch einmal ein paar wegweisende Worte gefunden hat, um die Maßstäbe einer wehrhaften Demokratie auch in ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hineinzuschreiben. Ich will nur wenige Passagen zitieren. Das Bundesverfassungsgericht schreibt dort in der Begründung, der Staat ist deshalb von Verfassungswegen verpflichtet, das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Freiheit des Einzelnen zu schützen. Er schreibt weiter hinten, die Bereitstellung von wirksamen Aufklärungsmitteln zu ihrer Abwehr ist ein legitimes Ziel und für die demokratische und freiheitliche Ordnung von großem Gewicht. Und weiter heißt es, Nachrichtendienste sind Ausdruck der Grundentscheidung des Grundgesetzes für eine wehrhafte Demokratie, des Selbstbehauptungswillens des Rechtsstaates und damit Bestandteil des Sicherheitssystems der Bundesrepublik Deutschland. Ich finde, dem können wir sehr gut zustimmen. Das Bundesnachrichtendienstgesetz versucht genau diese wehrhafte Demokratie in Gesetzesform für unseren Nachrichtendienst zu gießen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit lasse ich jetzt über diesen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/4047, abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP und SPD. Somit ist dieser Entschließungsantrag abgelehnt worden.